Arr, Mateys! Was haben denn für Booty? Hallo. Guten Tag. Ich glaube, die Piratenklamotte ist mir ein bisschen zu Kopf gestiegen. Das Bandana ist verflucht. Viele, du bist schuld. Ich war. Herzlich willkommen zu Robert Louis Stevensons Die Schatzinsel 2088. Und wir müssen jetzt. Warte. Die Navigation dafür hat doch. Genau, Dreadwing. Die Deploy. Ja, bei dir war. Genau, wir müssen hier jetzt da die Mission starten. Die Ship KI. So. Hast du schon Deploy gedrückt? Noch nicht. Okay. Haben wir alle das ausgewählt und können gleichzeitig Deploy drücken? Ja. Eins, zwei, drei. Zoom. So, und jetzt werden wir alle sterben, weil ich fand die erste Mission schon sehr aufregend. Ich habe ein wenig Angst. Okay, hier sind böse Pinguine, ich kann mich dran erinnern. Und irgendwie so ein UFO oder was das war? Spoilers. Oh. Okay. Bist du auch was zum kaputt machen? Der ist schon kaputt, ja, okay, der ist schon kaputt. Wow. Ja. Also hier geht gerade übelst das der Soldat James Ryan Feeling ab, oder? Weiß nicht. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne das nicht. Jam. Oh Gott, ein UFO. Oh. Alter Schwede. Okay, das können wir irgendwie nur fernkampfmäßig. Aber ich habe halt leider nicht so gute Fernkampfwaffen, muss ich dazu sagen. Wer vergesse, dass man nicht rückwärts laufen darf, weil er zu langsam ist. Okay. Oh, oh. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Ist es kaputt? Nee. Stirb doch endlich, du blöder... It's dead. Yeah! Oh, das... Also ich weiß nicht, das letzte Mal habe ich länger dafür gebraucht. So, Red jetzt Wing stirb the Penguin. Endlich. Red Wing Wreckage. Jetzt töten wir noch die Pinguine und dann... Aus Spaß. Ja. Okay, ich bin eher so der Nahkämpfer offensichtlich. Ja, die Fernkampfwaffen sind leider scheiße. Problem. Gleich sterbe ich hier. Wovon die alle genervt oder was? Aber übelst, die sind voll genervt. Jumping Puzzle oder was? Was ist, was geht hier ab? Ich kann das Schild nicht mitnehmen. I am disappointed. Ach so, da geht's glaube ich auch nicht weiter. Ich habe das glaube ich versucht. Ja. Nee, hier man kann es auch nicht kaputt machen, also. Nee, das ist hier wie auf diesem. Das war jetzt im Vergleich zu der ersten Mission mega langweilig. Bin ich mal gut oder was? Ja, irgendwie. Wobei die Inszenierung, die war schon. Ja, schon irgendwie witzig. Guck mal, hier sind so, noch zwei. So ein bisschen so Sturm auf die Normandie mäßig. Ja, ich kann mich aber daran erinnern, dass das ja einfacher war. Also ich hatte da weniger Probleme mit als mit dieser. Erik, da mit Viechern und so. Diese Minen-Mission, die wir da hatten. Ja, es war ja jetzt mega spannend und wow. Ja. Wow, bin da mal zurück auf dem Schiff. So, kann ich jetzt hier was machen oder muss ich nochmal zu diesem Pinguin und sagen, hey, ich hab den besiegt? Wahrscheinlich muss ich. Komm, dann müssen wir, glaube ich, zu dem Outpost zurück. Scheint so. Sonst irgendwie nichts passiert. Ja, bei mir auch nicht. Wo war denn der nochmal? Der Outpost? Beim Teleporter. Hier läuft irgendjemand rum. Da. Achso, wo der Pinguin war. Okay. I don't know. Könnte auch eine Falle vom Pinguin gewesen sein. Damn you, Oswald Cobblepot. Ach, ein Prozessor. Kann man dieses komische Roboter-Crafting-Bench bauen oder was?
Typische Framerate. Ich muss mal ein paar. Wo war der Pinguin? Der läuft oben bei den Toiletten oder so rum. Ah, hier ist er. Random. Hier läuft er, da hier. Ah. Jetzt in diesem Labor hier oder was das ist. Ja, du bist zu weit unten jetzt. Der ist ja auch leicht zu übersehen. Und der läuft schnell weg. Ich habe jetzt 1 Million... Taking care from the process of... 1 Million Quests hier angenommen. 1 Million? Bei mir gab es nur eine. Was? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 offene Quests. So. Ja, ich glaube, ich kann was aus dem Codex vorlesen. Hier ist was... habe was eingesammelt zu Dreadwing the Penguin. Dann erzähl was. Dann lese mal. Glaube ich, Information. Wobei, das irgendwie kann ich das hier nicht... Actual Library. Ist das nichts? Select the Codex. Ah, ich glaube, ich muss das... So, und dann... So. Starbound Codex Library. Dreadwing the Penguin. Gather round and let us speak of Dreadwing the Pirate. This vile bird once posed as a Glitch King, went toe-to-toe with a Florin, out-wrestled an Apex, out-flew an Avian, out-drank a human, and out-patronized I. Hilotl. This scourge has risen through the ranks of notoriety throughout the stars, now accompanied by a band of militarized penguins, we can only presume are attempting to make a name for themselves as well. They travel, striking helpless villages, with a feathered fury. Nobody really knows what the Red Wing gains from these attacks. Analysts estimate that the destruction of UFOs must be costing Dreadwing hundreds of thousands of pixels. And yet he persists, smashing his way through settlements and blowing up camps until eventually he's chased off tail feathers between his legs. Fun Dreadwing fact, Dreadwing pitted his early UFO design against travelers who unwittingly summoned him with a distress signal. Huh, interessant. Alpha von Starboard oder Beta von Starboard, je nachdem. After being shot down a lot, it is assumed he learned his lesson. Wie die das vom Spiel jetzt in das Lore noch mit reingepackt haben, ey. Achso, das ist diese erste Quest da, ne? Ja. Die da das Distress-Signal basteln und dann kam das Ding an und dann piu, piu, piu. Ja, und jetzt ist es quasi established fact im Codex, ne? After being shot down a lot, it is assumed he learned his lesson. That's it. Das war's. Mehr nicht, aber das war jetzt witzig. Das war gut. Ja. A new quest, the grass is greener. Flown off the hill into the ocean, we began kelp as a currency. Alles gut, ja, wir brauchen jetzt 300 Stück davon. Fuck. Und ich habe nur 170. Das heißt, wir können noch mal auf diesem Planeten. Ah nee, haben wir den noch? Hat Nein, den noch irgendjemand? Ich habe den nicht mehr. Ja, sonst fliegen wir irgendwann noch mal auf den Ozeanplaneten. Oder, wait, nee, halt. Doch, der müsste eigentlich noch bei mir übers Schiff erreichbar sein. Also ich war noch in dem Orbit von dem Planeten. Jo. Dann nehme ich die Quest erstmal an. So, waren hier noch weitere NPCs, wo ich was annehmen kann? Keine Ahnung, bei mir nicht. Was kann man nochmal mit... Nur der eine mit The Grass is Greener, oder was? Bei mir gab's nur die eine Quest. Ich hab... Okay. Ich hab noch Lift Off, Taking Out the Trash, A Lovely Bunch of Coconuts, Time for Celebration und Early Days. Hab ich alles nicht. Okay. Keine Ahnung, die haben bei mir alle Ausrufezeichen auf dem Kopf gehabt. Ich hab nichts Besonderes gemacht. Oder waren da noch die alten Quests, die du nicht abgegeben hast? Ich weiß es nicht. Moment, wie hießen die Quests? Early Days. Time for a Celebration. A Lovely Bunch of Coconuts. Taking Out the Trash. Und Lift Off. Nee, die sind bei mir auch nicht als Completed dran. Komisch. Verstehe ich nicht, warum ihr die nicht seht. Vielleicht, also, vielleicht muss man verschiedene Items mal aufgehoben haben, beziehungsweise im Inventar, damit die Sachen überhaupt mal triggern, weil ich hatte jetzt Kelp mal im Inventar gehabt und wahrscheinlich hat es mir jetzt deswegen auch die Kelp-Quest getriggert. Ach so, meinst du wegen Coconut? Diese Teufel, ja.
Weil ich hatte keine Coconut. Du hattest gesagt, du hattest hier irgendwas mit Coconut und. Ja, stimmt. Und dann hast du die Quest annehmen können. Boah, diese Teufel von Chucklefish. Sie zwingen uns dazu, jeden Scheiß aufzuheben jetzt mittlerweile. Oh. Also, ja. Dann, also ich habe die Kokosnüsse habe ich irgendwo in irgendeiner Essensbox. Falls ihr die mal also, anfassen wollt. Das klingt jetzt irgendwie eventuell ja. Der Besitzer des Schiffs an dem Ozeanplanet vielleicht sein Schiff betreten könnte. Das bin nicht ich. Ah, oder aber es kann sein, dass ich diese Quests habe, weil ich hatte nämlich zwei von diesen oh Gott, wie hießen die? Modules, Upgrade-Modules oder sowas und damit habe ich mein Schiff geupgradet. Das ist jetzt länger als vorher. Und vielleicht habe ich dadurch irgendwelche Quests freigeschaltet, das kann auch sein. Ich habe noch nicht die Materialien dafür. Was brauche ich dafür, verdammt? Du brauchst, also du kannst sie selber bauen, indem du Core-Fragments nimmst und einen Diamanten. Oder aber du hast sie gefunden. Also ich hab einen halt irgendwie gefunden. Und den anderen habe ich dann gebaut. Wie viele Core-Fragments und wie viele Diamanten brauche ich für den Spaß? Einen Diamanten und Core-Fragments weiß ich leider nicht mehr. Ich nehme einfach aber, mal alle mit. Ja, ich habe die alle wieder zurückgetan, die ich nicht brauchte. Ich nehme einfach mal die Hälfte mit. Nicht ganz so gierig. Ja, ich habe alle wieder zurückgetan. Ich habe jetzt mal 15 mit. 15, mal schauen. Ja, oder waren das... Die müsste ich hier an der Crafting-Station wahrscheinlich, ne? Mit C kannst du das auch. Manipulator Module? Nee. Nee, das andere. Tech Drive, Bandage, Climbing Rope. Wir haben nicht so viel. Warte mal, vielleicht müssen wir nochmal ganz nach unten. Und ein paar Core Fragments sammeln. Scheint er jetzt der Shit zu sein. Ich kann nur Meta. Die Manipulator Modules kann ich. Moment, da kann ich jetzt sammeln, falls ich diese Components habe. Okay, na gut, dann habe ich das schon mal. Ja, so Manipulator-Dings habe ich jetzt nicht. Aber außer ein Manipulator Module und Tech Drive konnte ich jetzt hier Basic Crafting jetzt nichts anderes Relevantes machen. Nee. Basic Crafting nicht. Die Frage ist jetzt, wenn Crafting Station an welcher und warum? Also ich konnte das mit C, also mit Basic Crafting machen. Ich kann da auch einen Tech Drive bauen. Was auch immer das ist. Bist du weiter? Hast du in der Zwischenzeit deinen Meta Manipulator irgendwie abgegradet? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber es kann sein, Tech Drive sehe ich gerade, dafür braucht man einen Tech Chip und ich habe so einen Chip. Den habe ich aufgehoben, also der war in einer von diesen Kisten drin. Vielleicht, weil ich den in der Hand hatte, dann. Nur, dann verstehe ich nicht, wieso du das Upgrade-Modul nicht bauen kannst, denn. Dafür braucht man Core-Fragments und einen Diamond. Ich habe zwei Tech-Chips, aber ich brauche noch einen, um einen Tech-Drive machen zu können. Ja, den habe ich so. Ich habe da zum Beispiel nur einen von und habe sowas auch noch nicht gebaut. Also deswegen kann ich nicht. Weiß ich auch noch nicht genau, was das ist, also was man dafür braucht. Oder wozu das gut ist, meine ich so. Guck mal, ob ich hier gerade eventuell meinen Weg nachvollziehen kann, wie ich hier auf dem Planeten die Cores da gefunden habe. Aber komisch, dass wir. Also ich weiß noch, ganz am Anfang, ich glaube entweder in der ersten Folge oder noch vor der ersten Folge, da hat Nevermore ja auch gesagt, dass man das eigentlich nur mit C bauen kann und da konnte ich das auch noch nicht aufrufen. Also. Das war Manipulator Upgrade. Genau. Und das konnte ich da zu dem Zeitpunkt auch nicht sehen. Also deswegen, ich weiß nicht, was sich dann seitdem geändert hat, dass ich das plötzlich sehen konnte. Also, weil da habe ich jetzt auch noch nichts gebaut, weil ich da noch nicht genug von habe. Also ich kann bei mir auch nur das Manipulator-Module und den Tech-Drive bauen.
die anderen Sachen da waren nicht drin. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Habt ihr, aber keiner von euch hat so ein Modul gefunden, ja? Was für ein Modul? Was für ein Modul? So ein Modul. Man braucht Core Fragments und Diamanten. Ja, ja, genau, aber das, was man daraus baut, das habt ihr noch nicht in der Hand gehabt. Dieses, nee. Nein. Vielleicht liegt das daran. Ansonsten soll ich mal welche bauen und euch geben. Ja. Warte, dann komme ich. Dann komme ich jetzt zu euch. Soll ich wieder auf mein Schiff beamen? Ja, das bringt mir gerade nichts, weil ich hier irgendwo sonst wo am Arsch der Welt bin. Moment. Ich kann jetzt zumindest mal schauen, dass ich meinen Meta Manipulator upgrade, weil ich habe. Ja, gut. Kannst du mal machen. Ich habe zwei Modules, damit sollte ich das jetzt erstmal hinkriegen. Zwei? Ich glaube, man braucht drei, oder nicht? Ich glaube, ich bräuchte zwei. Gut, kann auch. Ich guck gerade mal. Ich werde jetzt schauen, ob das Pferd jetzt Yay oder Nay sagt. Drei Manipulator. Mist. Ja, sorry, davon habe ich leider auch überhaupt nichts. Kannst du beim Outpost irgendwas kaufen? Da kannst du jetzt irgendwie da in diesem komischen Shop kannst du Sachen kaufen, aber auch nur so eine Saloon-Tür und so ein Kram. Ja, die ist super. Ja, ist mega. Sie schwingt in meiner Richtung. Ist doch okay. Kann man machen. Kann ich mich hier schon rauszoomen? Natürlich nicht. Warum greifst du mich an? Das möchte ich nicht. Arceus Crystal. Bist du nicht einverstanden? Nein, das ist... Du willst diesen Teppich nicht kaufen? Häng fest. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Okay, ich weiß nicht, ob ich von hier komme. Ich beeil mich. Ich glaube, hier bin ich lang gekommen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Colony D. Oh, ich farm in der Zeit schon mal das Kelp. Das ist eine sehr gute Idee. Bitte 900 Stück. Colony Deed. Place in an enclosed building with at least one door and light and someone will move in. Oh, interessant. Damit okay. Kann man quasi eine Kolonie bauen mit dem Zeug. So, ich bin mich gerade zu dir am Beamen, Herr Fenris. Wo sind Sie? Ich bin gerade beim Outpost was am Gucken, aber die Suche ist gerade nicht besonders von Erfolg gekrönt. Gib mir mal den Core Fragments. Und einen Diamanten, weil ich habe auch keinen Diamanten im Inventar. Ach du Scheiße, okay, man braucht ein paar mehr. Warte, haben wir noch welche auf der Base? Nicht mehr sehr viele. Ja, man braucht 30 offensichtlich. Und knapp. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viel im Inventar hatte. Naja. Warte. Ja, wir kommen zumindest auf genau 30. Warte, ich baue dir einen. Und vielleicht kannst du, wenn du den dann in der Hand hast... Warte. So. Wenn du den dann in der... Ach Quatsch, so geht das gar nicht. So geht das. Mit Q aus dem Inventar. Ja, aus, Moment. So. Wenn du, kannst ah, du den... Learn to Craft Upgrade Module. Also das heißt, du musst erst so ein Ding in der Hand haben, damit du es bauen kannst. Wie bescheuert ist das denn? Sehr bescheuert. Dann sollten wir das vielleicht im Nevermore auch geben. Ja. Weil das ist jetzt quasi, weil, ja. Wo steckst du? Hol gerade das Kelp, bin gleich fertig. Ist dein Schiff, ist, warte, bäh. Holst du für uns alle drei das Kelp zusammen, oder wie? Ja, man braucht, Okay. Jetzt gleich 900. Echt? Sollen wir uns dann im Outpost treffen? Ja. Können wir machen. Dann, kann ich dir dann gleich das Modul zuwerfen, dann weiß nämlich auch, wie man das bauen kann. Nimmst es in die Hand, du guckst es an und du weißt automatisch, wie es funktioniert. Das ist Technik. Ja, das wüsste ich auch gern bei vielen Dingen. Da. So. Dann. Erstmal hochschwimmen muss hier. Ja, das geht aber schnell. Übelster Sturm hier. So.
Was, wo treffen wir uns? Im Outpost. Was haben die denn hier zu verkaufen in der Tankstelle? Auch Meatballs. Was kann man denn mit dem Prozessor machen? Meatballs, oh. Keine Ahnung. Ich hab... Ja, wir haben alle so eingekriegt. Was zum Geil stellt man nochmal mit dem Urkiss Crystal an? Soweit ich weiß, brauchte man die nur, um diesen Quest zu... Also, um den hier wieder abzugeben. Als Quest-Item für... Warte, wir sind gerade bei der Tankstelle. Also, jetzt bin ich bei dem Terramart. Ah, da bist du ja. Meatballs. Ich hab das nicht, der... Ich wollte jetzt Fenris hat das. Oh, danke schön. 600. Muss ja danach dem Fenris noch geben. Ich habe das Deck nicht geteilt. Okay, warte. Wenn du abgibst, dann zieht es der 300 ab und dann kannst du den Rest. Ich werf dir. Ja, ich. Das. Ach, wo bist du? Ach, du bist ja mit dem Piratengedöns. Ja, take it. Lerne. Warte. Ich hab's voll gelernt. Core Fragment Ohr. Oh, das Cape kann man offensichtlich auch essen. Schmeckt das wenigstens? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich fordere jetzt ein paar Meatballs. Nom. Om nom. So. Und von den Dingern braucht man dann erstmal wieder zwei, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier, da ist er. Oder? So, jetzt gebe ich erstmal hier die Quest ab. The grass is greener. Such beautiful kelp. You've outdone yourself. The bioimplant is yours. Radiation resistance. Radiation resistance. Woo. Wir können radioactive planets durchsuchen. Und da wird jetzt ein neuer Quest offen bei mir. Hier, der da. Warte. Ja, einen neuen konnte ich dann auch. An invitation. Dual Steel Armor. Okay. Also, um das Schiff zu upgraden, braucht ihr zwei von diesen Dingern. Das heißt, wir brauchen noch wieder Core Fragments oder wir müssen looten, weil ich hatte nämlich so ein Ding halt in der Kiste drin. Also so ein komplettes Bis du sowas aus einer Kiste finden, glaube ich. Ja, ja, ich weiß. Das. Und, Oh, die Radiation Protection ist automatisch schon dran. Oh, das ist gut. Ja. Echt? Ja, die ist automatisch quasi. Zusammen mit hier Oxygen Supply. Ist es zusammen damit? Ist quasi upgraded. Ah, okay, gut. Weil ich hatte jetzt, ich wusste nicht mehr, ob das dann einzeln, ob man das immer dann tauschen muss, weißt du? Also entweder. Was machen wir eigentlich hier mit den oder Radiation? Dreadwings Wreckage-Dingern? Ich weiß es nicht. Trau mich nicht, die wegzutun. Also, falls man ich die noch auch nicht so braucht. Was hat das Spiel damit noch vor? Aber ich habe hier auch niemanden, wo ich das irgendwie abgeben kann, der das als Quest will oder so. Keine Ahnung. So. Okay, so. Wir sind mit der Episode wieder durch. Was? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, es... Kommt hin. So kann's gehen. Gut, dann... Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Schön mit Ö.